Tja, 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 tja. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Wir kämpfen hier immer noch gegen die Queen oder die Queen. Mirror D oder Mirror B, ich habe keine Ahnung, wie der im englischen Original heißt. Ja, leider Gottes dachte ich es dann doch für eine gute Strategie, oder ich hielt es für eine gute Strategie, Psyana nicht zu heilen. Das hat sich jetzt als dämlich herausgestellt und ja, wir setzen auf Morlords. Ja, dadurch zögert sich alles ein bisschen hinaus. Und leider Gottes immer noch 4 Kapalores. So. Auch gegen die Attacke daneben habe ich das falsche Kapalores ausgewählt. H2O-Absorber, hahaha. Ja, das ist gut. Ich finde die Fähigkeit gut. So, was machen wir da jetzt am besten? Ja, das eine muss erstmal weg. Das Schlimme ist, danach folgen halt noch 2. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Wir machen mal Kryptoschlag. Warum klickst du jetzt wieder daneben? Ja, und wahrscheinlich schrecken wir erstmal wieder zurück. So, aber du bist jetzt erstmal erledigt. Ich finde es auch so nervtötend, weil es ist eigentlich genauso schlimm wie diese furchtbaren Kappador-Kämpfe. Wo sie meinen, oh ja, 6-mal Kappador, das wird schon. Das sind eigentlich kostenlose Erfahrungspunkte gleich zu Beginn vom Spiel. Es sind ja eigentlich auch noch relativ am Anfang des Spiels, auch wenn es schon der 20. Part ist. Also das täuscht so ein bisschen darüber hinweg. Wir kommen relativ langsam vor. Nein! Na gut, sind fast so schlimm wie Joy-Con Drift. Wir müssen dafür sorgen, dass so viele Kapalores wie möglich den Platz verlassen. Schreck zurück, das finde ich dann doch sehr gut. Und ich denke mal, vor dem Überschreiten der 5-Minuten-Marke werden wir schon durchkommen. Ja, gefundenes Fressen. Oh, so ein anderes Pokémon und das ist dieses Mal sogar ein Krypto-Pokémon. Der Mogelbaum, das könnte man sich echt überlegen, ob man das ins Team aufnimmt. Level 35 würde es auf jeden Fall rechtfertigen. Wir machen einfach mal Surfer. Auch wenn ich glaube, dass das Kapalores eher heilt, kann es sein, hat das H2O-Absorber. Der mich auch so ein bisschen an der Ananas erinnert, das Kapalores. Ja, wenigstens Schaden zufügen. Und hier zieht es immerhin die Hälfte ab. Nicht gut. So, ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen schwächen. Oh, schade, das war dann doch zu stark. Naja. Auf Wiedersehen, Mogelbaum. Du hast dich hier schön reingemogelt. Und ja, wir sind kurz davor, die 5-Minuten-Marke zu überschreiten. Also das Versprechen löse ich nicht ein. Und dafür muss ich dann später weniger spielen in dem Part. Ja, Furio-Modus. Jetzt ausgerechnet in den Furio-Modus zu gehen. Und diese Sounds erinnern mich so ein bisschen an dieses Samba de Amigo Spiel von Sega. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Bei mir war das nur dieses Sega All-Star Racing Spiel damals so bekannt. Ja. Ein
ein wirkliches Highlight ist, das ist alles hier eher weniger. Kommt Leute, macht's fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ich fürchte, wir kriegen noch eine weitere Kampfrunde. Aber es schreckt erstmal zurück, das ist gut. Warum? Warum? Es ist so zum Kotzen. Ich wünschte, wir könnten diese Pokémon endlich mal befreien. Was ich vielleicht auch kritisieren kann, wenn wir jetzt da zurückkommen zu Krypto-Pokémon. In Pokémon XD kommt das alles ja wieder zurück. Also ich finde, da hätte man etwas mehr Innovation zeigen können und was anderes machen können. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass Pokémon XD einiges verbessert hat. Unter anderem, dass man auch während überall auf der Oberwelt speichern kann. Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob Nintendo es sich traut, so mutig zu sein und zu sagen, wir bringen die GameCube-Spiele jetzt auch auf die Nintendo Switch. Ich finde es folgerichtig, weil was man teilweise dafür Preise hinlegen muss oder Geldstangen hinlegen muss, um nur solche 20 Jahre alten Spiele zu kaufen, ist abnormal. Weil ich meine, das Spiel wird ja im kommenden Jahr 20. Eigentlich unrealistisch, aber es ist so. Wir haben ihn besiegt. Ich bin aus dem Takt. Nein, das hätte nicht passieren dürfen. Er macht seltsame Bewegungen nach vorne. Ich weiß nicht, ob man das schon als Gymnastik sehen kann. Oh, ich, mein Tanz. Aber denkt nicht, dass er damit durchkommt. Irgendwann werde ich euch mit meinen grazilen Schritten garantiert von der Tanzfläche fegen. Der Krypto-Pokémon-Plan ist doch längst nicht am Ende. Vorhang bitte, ich bin weg. Mit seinen 4 Kapalores. Löse, löse! LP, hast du das gehört? Das ist bestimmt Plusel. Das kam von der anderen Seite dieser Tür. So, wir kriegen ein Item. TM49. Was genau dahinter steckt, weiß man nicht. So, hier gibt es nochmal ein paar Items. Und es sonnt sich im Scheinwerferlicht. Das finde ich ja auch sehr bezeichnend. Lüssel, Lüssel! LP, Plüssel! Ja, LP, du bist okay? Und da ist ja Plüssel! Lüssel, Lüssel! Die Queen konnte zwar fliehen, aber diese Gegend wird bald wesentlich sicherer sein. Wirklich, Grant, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schön gut, Slam. Wir sind alle in Sicherheit. Damit können wir doch zufrieden sein, oder? Und LP hat die Queen aus der Stadt verjagt. Lüssel, Lüssel! Was ist denn, Plüssel? Du hast sicher Hunger, was? Nun, LP, zunächst einmal sollten wir aus dieser muffigen Höhle verschwinden. Danke, LP. Wirklich herzlichen Dank. Es ist schon eine schreckliche Vorstellung, dass Plüssel um ein Haar zum Krypto-Pokémon geworden wäre. Ist er noch mal gut gegangen, Papa? Nicht wahr, Plüssel? Lüssel, 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 Lüssel! Was? Was ist denn los, Plüssel? Ja, was denn? Was denn? Ach so, ich verstehe. LP, willst du unser Plüssel nicht auf deinen Reisen mitnehmen? Ich glaube, mein Plüssel würde dir gerne ein wenig helfen. Lüssel, Lüssel! Ja, ja, du hast recht. Du willst auch nicht, dass diese Verbrecher ungestraft davonkommen. Klasse, noch ein tapferes Pokémon in unserem Team. Also, pass gut auf Plüssel auf. Wurde auf den PC übertragen. Nee, ich werde es definitiv nicht in mein Team nehmen. Ich werde in Erfahrung bringen, wer hinter die Queen die Fäden zieht. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich mich sofort mit euch im... Natürlich, LP! Ich muss dich noch nach deiner Nummer deines PDA fragen. Ah, du meinst den Pokémon Digital Assistant, kurz PDA. Das hieß es nicht, wie heißt er eigentlich, ein normaler PDA? Personal Digital Assistant? Keine Ahnung. LP, so ein Gerät hast du doch auch, oder? Sag Grant schnell die Nummer. Ja, das war übrigens zu einer Zeit, das Spiel kam zu einer Zeit raus, wo Smartphones noch kein Ding waren. Aber PDAs gab es schon. Ich weiß nur nicht, wofür man die jetzt so außerhalb von Geschäften eingesetzt hat. Also PDAs werden eigentlich gerne so in im Einzelhandel oder wurden immer gerne im Einzelhandel eingesetzt, bevor die Smartphones kamen, um einfach Sachen einzuscannen. Waren so solche Datenbankgeräte, Peripherien. Perfekt. Ich werde dich informieren, sobald ich etwas erfahre. So, ich denke mal, wir verlassen jetzt einfach mal hier den Raum. Schon können wir irgendwo hin? Eieieiei! Wohin seid ihr denn so eilig unterwegs, ihr beiden? Was ist denn? Die Fortune Telling. Eieiei! Vielleicht bilde ich mir das ja nur ein,
aber kann es sein, dass die Luft in der Stadt ein wenig besser geworden ist? Aber ich habe das Gefühl, die dunkle Aura der Krypto-Pokémon ist immer noch zu spüren. Unglaublich, dir scheint tatsächlich nichts zu entgehen, Divina. Hey, es sollte schließlich nichts geben, was meiner Kristallkugel entgeht. Die Pokémon von ihrer dunklen Aura befreit werden. Die Antwort wartet im Norden. Im Norden, in dieser Richtung liegt auch die Stadt, in der mein Großvater... Achso, das ist sie, in der mein Großvater wohnt. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Ich war doch unterwegs zu meinem Großvater. Er wohnt im Norden dieser Stadt, einem Ort namens Emerite. Der weiße Norden kennt die Antwort. Doch gibt das Alter sie preis? Wer weiß, wer weiß. Natürlich, als er jung war, war mein Großvater ein berühmter Trainer. Wenn wir ihn fragen, können wir vielleicht etwas erfahren. Los, LP, lass uns gehen. Wir gehen mal zu Emerite. Ja genau, kann man es ansteuern. Das ist quasi so ein idyllisches Dorf. Und hier gibt es tatsächlich eine interessante Trivia, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar wurde diese Musik geremixed für, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt, in, also die Stadt, wo man den zweiten Orden bekommt, den Pokémon Diamant und Perl. Ah, wir sind da. Das ist das Dorf, in dem mein Großvater und meine Großmutter wohnen. Ah, die Luft ist hier doch ganz anders. Ich war unglaublich lange nicht mehr hier. Los, gehen wir. Bestimmt machen die beiden sich schon Sorgen, weil ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Ja, es gibt, glaube ich, in Nier Automata, ich weiß nicht, ob ich das ausgesprochen habe, Automata, ich habe keine Ahnung, einen Ort, der recht ähnlich ausschaut, ich finde. Willkommen in Emerite. In diesem Dorf haben sich Trainer, die in jungen Jahren als unschlagbar galten, mit ihren Pokémon zur Ruhe gesetzt. Ihr seid aber sicher noch ganz jung, okay, ja, das sind wir. So, ein Pokémon Center, ist das nicht schön? Ne, es ist kein Pokémon Center, es ist nur... zum Einkaufen. So, wir haben ordentlich viel Geld, nehme ich mal ganz stark an. Aber Pokebälle können wir seltsamerweise nicht kaufen. Ja, schmeiß mal jetzt das ganze Geld raus. Interessanterweise kann man KP Plus kaufen. Ich möchte gerne auch noch Sachen verkaufen. Ja, ich brauche die halt einfach nicht. Ich habe, glaube ich, das noch nie eingesetzt, außer ich habe mich mal verklickt. Ja, das soll bei mir auch mal passieren. So. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Stadt, wo man die Pokémon befreien kann. Ich glaube, jetzt kommen wir der ganzen Sache ein Riesenstück näher. Ich würde auch dem Pokémon Center gerne ein Stück näher kommen. Interessante Häuser, wie ich finde. Eine Beere. Ich muss sagen, insgesamt ein sehr, sehr schöner Ort, wie ich finde. Also da kann man sich eigentlich nicht beklagen drüber. Gott, da haben wir jetzt einen Bug scheinbar, weil die folgt uns nicht mehr. Das ist auch eine unfassbar große Stadt, also sehr, sehr weitläufig. Nun gut, heilen wir uns mal, speichern ab. Oder ich würde jetzt abspeichern. Also ich hoffe, dass wir im nächsten Part die Stadt nicht verlassen, weil es wird ja mein letzter Part sein fürs erste für, ich glaube, so 3-4 Wochen. So. Dann wird jetzt hier gesichert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Ciao, haltet die Unstoff und denkt daran, Freundschaft ist Magie.